Herzlich willkommen bei das Silvanasi Traxxas E-Review Review. Ungefähr ein Jahr ist es jetzt her, da habe ich mir den Revo zugelegt. Und damals habe ich aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis und teilweise auch von Followern Gelächter bekommen. So nach dem Motto, nach zwei Akkus hast du 629 Euro in die Tonne getreten. So auch von Arne. Ich habe gesagt, Arne, halt die Klappe, warte ab. Speedrun gemacht. First Run gemacht. Wer trug damals seinen Creighton weg? Es war nicht der Mick. Und so ging es das ganze Jahr. Wir hatten ein, zwei blöde Ausfälle. Zum Beispiel die Servos, die ja im Speedrun schon kaputt gegangen sind. Wir hatten einige abgerissene Rod-Ends, wo ich aber sage, Jungs, das kann mal passieren. Weil das halt auch sehr günstig zu beheben ist. Ich habe dann die von RPM eingebaut und auch eingeklebt und dann war Ruhe. Ich habe alle Rod-Ends nicht eingeklebt. Ich bin den Wagen wirklich so gefahren, wie jeder normale Mensch ihn bekommt. Das ist mir auch ganz wichtig hier zu sagen. Natürlich macht das Sinn, die Rod-Ends einmal einzukleben, zwei Tropfen Sekundenkleber rein, draufdrehen, fertig. Kann nicht schaden. Ich wollte es aber probieren, wie es ist, ohne dieses Einkleben. Und das funktioniert hervorragend. Da gibt es mehrere verschiedene, da muss man mal gucken. Bei RPM auf der Homepage wird das sehr, sehr gut beschrieben. Ja. Ich habe relativ zum Anfang sofort auch von RPM. Ich mag diese Marke einfach, weil die sehr, sehr günstige und preiswerte eigentlich auch und sinnvolle Tuning-Teile herstellen. Wie zum Beispiel diese Karosserieschützer, die verhindern das Ausreißen der Karosserie. Die Auflagefläche der Schrauben wird einfach massiv vergrößert. Vorne zwei, hinten zwei. Und ja, ihr seht, Karo hält auch noch. Die ist jetzt ordentlich verformt, genauso wie der Heckspoiler hier. Der hat wirklich massiv welche auf die Fresse gekriegt. Normalerweise steht er irgendwie so. Und ja, ne, ist halt so. Soll also keiner sagen, das hier ist Blödsinn, was ich erzähle. Wir wollen uns jetzt mal das Chassis von innen angucken, möchte ich euch noch ein paar Sachen zu sagen. Und ich kann euch aber jetzt schon sagen, das Review wird absolut positiv ausfallen. Der Wagen wird auch weiterhin bei mir zu sehen sein. Einfach, weil ich mir sage, das ist eins der besten Autos, was ich 2019 gefahren bin. Warum soll ich den verkaufen? Das macht einfach keinen Sinn. Es sei denn, ich habe da oder ich kriege die nächsten Wochen einen, der noch besser ist. Was ich noch momentan noch nicht so glaube. Aber möglich ist ja alles. So, kriegen wir jetzt Besuch? Wir stellen die Kamera mal einmal um. So, was mir jetzt als erstes sofort einfällt, sind die Reifen. Knapp 450 Gramm wiegt ein Reifen. Das ist schon recht viel. Ich habe dann mal probiert, den Wagen zu fahren mit leichteren Reifen, in dem Fall Proline Shockwave. Und habe das Video hochgeladen und habe euch ganz klar zu verstehen gegeben, Jungs, das ist Kacke. Diese Reifen, die da drauf sind, keine Ahnung, wer der Hersteller ist, aber die sind mega geil. Die blähen sehr, sehr gleichmäßig. Das heißt, der ganze Reifen wird größer und nicht nur auf einer Seite. Die Löcher habe ich auch nicht verschlossen. Da kann der Dreck rein, aber es ist kaum Dreck reingekommen. Ich würde es jetzt demnächst mal tun. Und die sind schön weich. Also wir haben nicht so ganz viel Einlage da drin, wie man das zum Beispiel von Proline kennt. Da hat Traxxas einfach die richtigen Reifen ans richtige Auto gemacht. Ist so. So, dieser Clipverschluss hier, der revolutionär damals war, als das Auto auf den Markt kam, kann man mögen, muss man nicht. Ich persönlich mag ihn sehr. Und ja, so sieht das ganze Spiel dann aus. Ordentlich verstaubt. Tuningteile seht ihr fast gar nicht. Man sieht halt, dass er vorne auch schon relativ gut eintaucht. Vielleicht sollte man die Dämpfer mal neu machen. Das will ich jetzt hier nicht bestreiten. Vielleicht auch mal ein bisschen mehr Federvorspannung vorne geben. Hinten ist das so gut wie einzige Tuningteil im ganzen Auto. Das ist mir kaputt gegangen in Barkede. Ja, ne, also kann man auch mit leben, finde ich. Wenn es das dann auch wirklich war, mal abgesehen von den Servos.
Wie ihr seht, fahre ich den Wagen auch noch original, mit Originalregler, mit Originalmotor und das wird auch so bleiben, weil es funktioniert sehr, sehr gut. Das Ansprechverhalten dieses Reglers ist mega geil. Nichtsdestotrotz weiß ich, dass viele, viele Revo-Besitzer mit dem Regler massive Probleme haben, dass er abraucht, dass er nicht mehr reagiert und so weiter. Das kann ich so nicht bestätigen. Deswegen lügen diese Jungs nicht oder sind zu doof oder so. Ich kann es nur einfach nicht reproduzieren. Das einzige Problem, was ich ja, was ihr ja wisst, was ich hatte, dass das Kabel, was vom Regler zum unterm Motor durchging, dass das durchgescheuert war. Und durch den Kontakt auf dem Motor kam es immer wieder zu Fehlern. Das kann ich nicht abstreiten, das ist so gewesen. Deswegen liegt das Kabel jetzt auch so unschön vorne rum. Aber so habe ich nicht das Problem, dass das Kabel abreißt. Das war auch so das größte Problem, was ich hatte. So ein paar Rodends und so weiter, die ich nicht eingeklebt habe. Shit happen. Ich glaube, vorne kann man das sehen. Ja, ich konnte nur blaue kriegen. Deswegen kann man das so wunderschön hier vorne sehen in blau. Funktioniert auch, ne? Und fürs Video, also für meine Videos, ist das eigentlich ganz schön, wenn ich farbliche Tuningteile nehme, die sich zum Originalzustand ein bisschen unterscheiden, weil ihr es dann besser sehen könnt. Mir ist die Optik relativ egal bei einem Auto. Wenn es gut aussieht, finde ich es nur umso besser. Wenn es kacke aussieht, finde ich es gar nicht so schlimm. Zumindest bei so einem Teil wie ein Rod End. Was mir allerdings tatsächlich negativ aufgefallen ist, dafür muss ich das Auto mal einmal drehen und euch eine bestimmte Stelle zeigen. Nennen wir es mal das Carson-Problem. Ich weiß, ein 600-Euro-Auto verglichen mit einem Carson ist gemein. Allerdings ist das für den Carson eher positiv. Und zwar. Da sieht man das. Das Diff-Out ist relativ gut ausgeschlagen. Woran liegt das? Keine Ahnung. Der Wagen hat natürlich größtenteils 6S bekommen, aber ganz ehrlich, dafür ist er ausgelegt, das muss er haben können. Die Differentiale sind relativ gut ausgeschlagen, allerdings, sobald die einen gewissen Grad des Ausschlagens erreicht haben, bleibt es auch so, fast. Schön ist es trotzdem nicht. Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich festgestellt habe. Ein vorderes Rodend ist mir, ein vorderes Diff-Out ist mir kaputt gegangen. Da ist mir ein Stück rausgeplatzt. Das habe ich immer noch nicht ersetzt. Aber das ist mir auch relativ egal, denn solange es funktioniert, lasse ich es so. Das Ersatzteil liegt hier schon. Gibt Schlimmeres, ne? Mal eben zurück zu den Reifen, das habe ich eben vergessen. Man sollte die hin und wieder mal nachkleben. Die sind also nicht so perfekt geklebt wie zum Beispiel ein Proline-Reifen oder so. Kann ich mitleben. Muss ich ehrlich so sagen, habe ich bei ganz vielen RTR-Autos, dass ich die Reifen nachkleben muss, so auch beim Revo. Da gibt es viel schlimmere Sachen. Antriebsstrang völlig problemlos. Und das war ja vom e-Revo 1 ein riesengroßes Problem, weswegen ich mich zum Beispiel auch nie an den Revo 1 rangetraut habe, weil dieser Antriebsstrang einfach totale Grütze war. Wir hatten damals die gleichen Differentiale wie im Slash, wir hatten Plastikantriebswellen überall. Die hat er jetzt auch noch, und zwar in der Mitte vorne, einer Mitte hinten. Aber ansonsten hat der Stahl und riesengroße Differentiale und so weiter. Traxxas hat das wirklich, wirklich weiterentwickelt. Man darf den Einser also nicht mit dem Zweier vergleichen. Auch wenn die sich sehr ähnlich sehen, ist das maximal ein Bruder. Das ist auf gar keinen Fall der Nachkomme, sondern das ist, ja, das ist schon eine ganz andere Welt hier. Ich bin wirklich begeistert von dem Auto. Ganz klare Kaufempfehlung. Wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch ein Revo zu kaufen, macht das. Guckt so ein bisschen, was ich euch aufgezählt habe an Tuningteilen, was man da einbauen kann, was man einbauen soll, was man einbauen muss. Meiner Meinung nach sind das diese Karosseriedinger. Da kann man sie von vorne sehen. Das sind diese schwarzen Kunststoffteile. Und hinten genau das gleiche. Hinten habe ich das noch verbessert, indem ich da noch Unterlegscheiben drunter gesetzt habe. Das kann so nicht schaden. Von unten, von innen sieht die Karo ganz normal aus. Die Karo, das kann ich euch jetzt schon sagen, wird ersetzt gegen eine Proline Brute Karosserie.
Diese Brute-Karosserien sind nahezu unzerstörbar. Ich habe ja alles damit probiert. Wir haben mit dem Losi 5T sind wir drauf gefahren und so weiter. Ich bin dann mit dem Quad drüber gefahren und das ging danach total problemlos. Mehr kann man dann auch nicht mehr verlangen, ne? Die wird das noch ein bisschen durchhalten müssen und dann kommt da, wie gesagt, eine Brute drauf und dann ist gut. Mega tolles Auto. Man muss natürlich 2x3S haben, die passend sind. Da gibt es unzählige verschiedene. Hier kann man auch Softcases nehmen, weil in diesem Schacht sind die Akkus wirklich komplett drin. Da kann auch nichts kaputt gehen, selbst wenn euch euer Kumpel, euer Kollege, euer Bruder, eure Frau oder was weiß ich nicht, wer in die Karre fährt. Das ist hier kein Problem. Und ansonsten ein mega Spaßfaktor, das Auto. So gewisse Sachen sind natürlich auch dem Verschleiß unterliegen. Wie zum Beispiel hier vorne habe ich diese Gummitülle verloren irgendwann mal. Die habe ich auch nicht ersetzen, die werde ich auch nicht ersetzen, weil so alle anderen Autos wie Erevo und hast du nicht gesehen, wir kriegen gerade Besuch. Und jetzt erlebt ihr mal, was unser Hund so macht, wenn wir Besuch kriegen. Ja, alle anderen Karren wie Traxxas, Quatsch, wie Armor Kraton und so weiter, können mit den Pivot Balls auch umgehen, wenn da Sand rankommt. Dann muss es der Traxxas auch können. So sehe ich das. Und das klappt ja auch sehr, sehr gut, dass das so geht. So, von mir soll es das gewesen sein. Ein absolut positives Review zu einem sehr, sehr geilen Auto. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei das Silver Assi. Ciao, ciao.